Herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Andacht am Palmsonntag, dem Beginn der Karwoche. Ich lade Sie ein, uns heute Mut zuzusprechen und diese Andacht zu feiern im Namen Gottes, die uns im Glauben Kraft zuspricht. Im Namen von Jesus Christus, der sich uns nahbar gemacht hat, und im Namen der Heiligen Geistkraft, die sie nicht immer so fassen lässt, aber dafür umso kraftvoller in unserem Leben wirken kann. Amen. Ich lese jetzt Worte aus Psalm 40 aus der Bibel in gerechter Sprache. Sehnsüchtig habe ich auf die Lebendige gewartet. Da neigte sie sich zu mir. Sie hörte mein Schreien. Sie hat mich geholt aus dem tosenden Loch, aus stinkendem Schlamm. Auf einen Felsen hat sie meine Füße gestellt, meine Schritte sicher gemacht. In meinen Mund legte sie einen neuen Gesang, Lob für unsere Gottheit. Viele sehen es und erbeben und vertrauen der Lebendigen. Glücklich sind die, die ihr Vertrauen auf die Lebendige setzen. Sie wenden sich ab von finsteren Mächten, von Illusion und Lüge. Großes hast du getan, du Lebendige, meine Gottheit. Unbegreifliches, Zukunft für uns. Nichts kommt dir gleich. Erzählen will ich, reden, mehr als Worte fassen. Von Herzen freuen sich an dir alle, die dich suchen. Nicht müde werden sie zu sagen, groß ist die Lebendige. Sie lieben dein Befreien. Ich, arm und elend bin ich, die über alle Gebietete achtete auf mich. Meine Hilfe und mein Entkommen, du, meine Gottheit, zögere nicht. Amen. Liebe Gemeinde, diese Woche war bei mir ziemliches Kuddelmuddel. Hier kamen neue Ankündigungen, dort wollen wir noch was Schönes für Ostern vorbereiten. Die Vorbereitungen für den heutigen Palmsonntag-Gottesdienst in Präsenz waren hinfällig und. Den Groove finden, den Predigttext mir zu eigen zu machen, fiel mir nicht leicht. Er steht im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1 bis 2 und Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können,
das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Mithilfe der Blackout-Poetry-Methode habe ich meinen Kern für die heutige Predigt gefunden. Bevor ich von diesem Kern erzähle, schlage ich Ihnen etwas vor. Drücken Sie gleich den Pauseknopf, bevor Sie sich meine Predigt zu Ende anhören und sehen. Drucken Sie sich den Predigttext aus. Einen Link finden Sie unter dem Video im Informationstext. Schnappen Sie sich einen Bleistift und kreisen Sie 10 Wörter ein, die Ihnen gerade etwas bedeuten. Das sah bei mir dann so aus. Wenn Sie diese 10 Wörter gefunden haben, suchen Sie weitere Wörter oder Buchstaben im Text zwischen Ihren eingekreisten Wörtern, die diese Wörter zu einem richtigen Satz verbinden. Kreisen Sie auch diese Wörter und Buchstaben ein. Anschließend nehmen Sie sich einen Buntstift oder einen schwarzen Stift und übermalen den restlichen Text. Lassen Sie nur die eingekreisten Wörter frei. Mein Ergebnis sah so aus. Welcher Satz oder welche Sätze haben Sie sich bei Ihnen ergeben? Wenn Sie mögen, teilen Sie uns das mit in den Kommentaren hier bei YouTube. Nun lasse ich Ihnen einen Moment die Gelegenheit, jetzt Pause zu drücken und sich Ihr eigenes Bild von der heutigen Botschaft zu machen. Das hier ist mein Ergebnis. Feste Zuversicht hat Gott mit festem Grund nicht auf Sand vorgesehen, weil Jesus Freude achtet und Mut. Dieser Text hat mir Rückenwind gegeben. Hier spricht uns jemand Mut zu, hat im Gespür, dass einigen gerade die Puste ausgeht, dass sich eine müde Stimmung verbreitet. Müde weiterzumachen, antriebslos sich weiter anzustrengen, mit dem Bedürfnis, einfach liegen zu bleiben. Damals wie heute haben wir unsere schweren Päckchen, die uns herunterziehen, die wir manches Mal gar nicht mehr tragen mögen, die uns zu schwer sind. Da sind Dinge, die uns belasten, die wir nicht tun wollten und trotzdem getan haben. Dinge, die wir uns gewünscht haben, aber nicht erreichen konnten. Im Text versteckt sich noch viel weiteres hinter dieser Sünde, die uns umstrickt und all dem, was uns beschwert. Und da kommt der Begriff Kampf doch passend daher. Manche Zeit in unserem Leben kann sich wie ein Kampf anfühlen. Der Kampf gegen das Trostlose oder gegen die Einsamkeit oder gegen die Resignation. Als wir mit den Konfirmanden über diesen Satz gesprochen haben, mit diesem Kampfwort, da fielen denen auch einige Kämpfe im heutigen Leben ein. Persönliche Schicksale, wie eine unerwartete Krankheit oder die vielen Betroffenen der Corona-Pandemie. Und wie viel einfacher wäre es doch, sich einfach hinzusetzen und nicht weiter zu kämpfen, liegen zu bleiben und die den Kampf aufgegeben haben, auch liegen zu lassen. Hier, in diesem Predigttext, werden wir ermutigt. Gebt nicht auf, geht weiter, kämpft. Denn wir haben ein gemeinsames Ziel und für dieses Ziel bekommen wir Kraft. Im Hebräerbrief wird diese Kraftquelle ganz klar benannt. Jesus Christus. Am heutigen Palmsonntag denkt man daran, wie Jesus in die Stadt auf einer Eselin gezogen ist, bejubelt von der Menge. Sie werfen vor ihm Kleider und Palmzweige hin, verehren ihn, glauben an ihn. Und wie wir wissen, bereits jetzt legt sich ein Schatten über so manches Gesicht. Jesus wird von einigen gehasst. Und die Hassenden haben Erfolg mit ihrer Politik. Jesus wird gekreuzigt. In der Karwoche, die nun beginnt, sind wir eingeladen, uns mit Jesus Gottvertrauen auseinanderzusetzen. Er wird verletzt,
gequält. Ihm steht eine schwere Zeit bevor. Sein Glauben an Gott und Gottes Liebe für uns behält er aber trotzdem bei. Können Sie auch solch eine Kraft aus Ihrem Glauben an Gott ziehen? Ich bewundere Jesus für sein Gottvertrauen, dafür, dass er ChristInnen einen Grund zur Hoffnung geben kann. Wir können uns hier an diesem Text aufrütteln lassen. Gott liebt uns und das zeigt er mit Jesus. Gott begibt sich in die tödliche, menschliche Welt. Jesu Weg ins Dunkel, ein Weg ins Licht. Hier wird das Gottvertrauen begründet und vollendet. Was hätte dieser junge, charismatische Mann für ein ausgefülltes Leben haben können? Aber er hat sich für Gott entschieden, für das Kreuz und damit für uns Menschen. Und dafür wurde er bejubelt und gehasst. Ich habe Ihnen ja am Anfang erzählt, welch Kuddelmuddel in mir herrschte, als ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe. Die Worte, die mir dort zugesprochen worden sind, sie gaben mir Rückenwind. Zwischenzeitlich ist die Stimmung abgekämpft und müde. Aber wenn die Sonne strahlt und ich an die Aussage, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst, denke, dann fallen mir meine kleinen inneren Kämpfe leichter. Und das Gebet aus Psalm 40, welches wir vorhin gehört haben, trifft zu. Glücklich sind die, die ihr Vertrauen auf die Lebendige setzen. Sie wenden sich ab von finsteren Mächten, von Illusion und Lüge. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Wir müssen schon selbst daran arbeiten, uns von dem Negativen abzuwenden und diese Welt, wie man so schön sagt, ein bisschen besser zurückzulassen, als wir sie vorgefunden haben. Aber gemeinsam können wir es angehen und uns glückliche Momente schaffen. Lasst uns weitergehen und mutig sein. Amen. Für das Hospiz Dänischer Wohlt. Der Hospizverein versteht sich als regionale Bürgerinitiative, die in ihrer Heimat die Hospizarbeit stärken möchten, indem sie sich dafür einsetzt, dass jeder Mensch unter würdigen Bedingungen sterben darf, wenn möglich zu Hause. Dabei begleitet der Hospizverein die schwerkranken Menschen. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Infobox. Bis zum 18. April finden leider weiterhin keine Präsenzgottesdienste und Veranstaltungen statt. Wir laden Sie aber herzlich zu unserem Online-Angebot ein, vor allem jetzt zu Ostern. Lasst uns nun gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns in diesen Sonntag und diese Karwoche gehen unter dem Segen Gottes. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Sei mutig und entschlossen, denn dein Gott ist bei dir, wohin du auch gehst. So segne uns der dreieinige Gott, Mutter, Sohn und Heiliger Geist. Amen.